Hallo Leute! Hallo! Mario 64. Mario 69. 69. Wurde noch erwähnt und jetzt machen wir das. Ich fasse es. Richtig. Ja, Hayes und ich machen das. Ich weiß gar nicht, ob es ein. Irgendwann hat Moritz mal was von einem Koop-Spiel in dieser Art gesagt. Echt? Es gibt, glaube ich, einen Hack oder so, den du koop-mäßig spielen kannst. Was? Ja. Wie gleichzeitig oder was? Ja. Wie soll das denn gehen? Ich weiß auch nicht. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ja, und er hatte mal es irgendwann erwähnt. Vielleicht so abwechselnd, meint er, so wie bei Mario World. Nee, du bist da auf einer Map. Was? Da habe ich auch wieder was da los. Splitscreen oder was? Hä? Splitscreen oder was da? Nee, das läuft jeder für sich einzeln auf seinem Bildschirm rum. Das kann ich kaum glauben, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, aber es scheint es zu geben. Viel über das Spiel muss ich, glaube ich, nicht sagen. Überlegen wir mal, wie machen wir das denn jetzt hier abwechselnd? Machen wir das in Minuten oder machen wir das in Welten? Machen wir das nach Sternen? Wir können es ja eigentlich wie bei Terranigma machen. Nach Parts, meinst du? Ja, wir hatten ja immer zwei Parts gemacht und dann Wechsel. Wie lange sollen wir die Parts machen? Ja, wieder so 20, 15 Minuten, 15, 20 Minuten. Okay, das finde ich gut. So in dem Bereich, weißt du? Und dann gucken wir einfach, wie weit man kommt. Du wirst dann einfach ein paar Sachen skippen, dann werde ich die einfach nachholen, weil... Ja. Held hat schon mir den Vertrag hingelegt, was er machen will und was nicht. Knebelvertrag ist das. Richtig. Und ja, das ist man halt so. Warum sieht der Tod so, sah der immer so aus? Ja. Okay. Gibt dir denn nicht einen Stern, der Bastard? Ja, nicht, ey. Fick dich. Fick dich, oh. Stefan, ey. Stefan will immer gerne tot sein. Stefan? Welcher Stefan? Es gibt doch nur einen. Mr. Steph gibt. Richtig. Du bist gerade so leise. Ich? Ja. Ja, aber es liegt nicht an mir. So viel über das Spiel werden wir, glaube ich, nicht erklären. Warum nicht? Ja, weil das eigentlich jeder gespielt hat in seinem Leben. Das kann sein, ja. Oder? Ich glaube mal, selbst Marie. Marie, hast du schon mal Mario 64 gespielt? Und gefällt dir? Ja. Ja. Ups. Was sagt sie? Münzsterne holen. Wir haben das auch, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Monaten haben wir das auch mal durchgespielt. Aber halt nicht die 100 Münzsterne da geholt. Weil die scheiße. Auf dem Original 64? Ja, sicher. Boah. Oh fuck. Was macht er denn? Die Kamera. Die Kamera. Ey, guck mal, was er macht. Ja, so, ey, so werden wir. Also, ich habe ja vor, den Part, also das Spiel in 69 Parts zu schaffen. Ja, das wird aber nichts. Also, wenn ich meinst mich so du nicht? Ja, viel schneller. Schneller? Ja. Ja, aber nicht, wenn du so spielst. Ja, weil ich meine, ey, wenn ich so spiele. Ich hole jetzt den hier einfach. Struppi. Oh, er stirbt gleich schon. Schnapp ihn dir, Struppi. Boah, ey. Was ist das denn? Er hat überhaupt nicht reagiert. Der hatte keine Lust. Das begreife ich nicht. Kannst jetzt nicht einfach auf mich losgehen? Nee, mach ich auch gar nicht. Ich gehe auf Struppi los. Er hat versagt. Er hat versagt, ja, wirklich. Er ist ein Wachhund. Ja. Ne, und. Guck mal, hier steht. Das Spiel auch auf Deutsch? Ich wollte gerade sagen, ey, das ist auf Englisch und dann steht da Behind Chain Chomps Gate. Und im Deutschen heißt das doch befreie den Kettenhund oder sowas. Ja. Ist auch geil, ne? Ich überlege gerade, das gab's doch in Deutsch, oder? Klar. Ja, klar gab's das in Deutsch. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, ich sag mal die roten Münzen, oder? Ey, mach was du willst, ganz ehrlich. Ja, ist eigentlich, man kann eigentlich echt machen, was man will hier bei dem Spiel. Du kannst auch in eine andere Welt gehen, wenn du willst. Ach nee. Wie nee? Ja, du willst keine Lust, ich bin jetzt gerade hier und. Erstmal wieder einspielen, bevor ich dann irgendwo runterspringe. Ich meine ja nur, dann ist mehr Abwechslung so in den Parts, weißt du? Ja, aber jetzt hier erstmal, weißt du? Wir können eigentlich schon mal so vorwegnehmen, was ist deine Lieblingswelt hier? Oh, das ist vielleicht auch eine gute Frage des Tages. Ja, geil, ey, mein Gott, ey. Was ist eure Lieblingswelt bei Mario 64? Also ich muss mal kurz überlegen. Ich müsste auch überlegen. Ich glaube, die Schneewelt, die erste. Oh. Das ist eine wirklich schwierige Frage.
Welche Welt ich überhaupt nicht ab kann? Ich glaube, meins ist TikTok Tower. Oh shit. Welche magst du nicht? Die Welt, wo der Riesenfisch ist. Ich habe eine Phobie gegen den Fisch. Ich habe richtig Angst vor dem. Auch schon bei Mario World, ne? Ja, hatte ich auch schon Angst vor dem. Oh, guck mal, den. Ich frag mich gerade, was du machst. Rote Münzen, ne, hast du gesagt. Ja, ich sammle rote und Dings. Ach, beides gleichzeitig. Oh fuck. Natürlich klug. Naja, genau, die sind hier gerade im Krieg. Wie man das unschwer erkennen kann. Ich glaube, hier waren Krieg? Auch Münzen, oder? Welcher Krieg war das denn? Ich glaube, du musst da drum herumlaufen. Ja, oder? So war das genau. Aber ob das bei dem war, weiß ich nicht. Anscheinend nicht. Wir gucken einfach erstmal weiter. Der legendäre Goomba-Krieg, anno. Ja. 679. Wo die Goombas und die Bom-Oms sich gespalten haben. Mhm. Das war schon krass. So. Da konnte man, glaube ich, auch einfach hochlaufen, oder? Frag nicht mich. Oh. Geil! Gott. Oh yeah! Ich weiß gar nicht, ob man jetzt 100 kriegt, weil normal muss man die erste ja machen, damit überhaupt die Kanonen zu bedienen sind. Hm. Das ist natürlich jetzt so eine Frage. Ach komm. Du willst jetzt. Ach so. Du willst jetzt doch lieber nach oben. Ja, ja. Ich habe gemerkt, erstmal ist es besser, wenn wir das machen. Ich muss ja erstmal mit dem Gamepad hier überhaupt klarkommen bei dem Spiel. Hm. Wer ist das? König Bombomb. Absolutistischer Monarch. Ups. Da denkt auch gerade was mit ihm los. Komm mal her, ey, du. Weißt du, er lässt seinen Bomb ums Volk immer verhungern. Ja, früher dachte ich, das wären seine Zähne. Das wäre sein Mund. Früher dachte ich, das Weiße wäre sein Mund. Okay, und dann hast du gemerkt, es ist ein Schnurrbart. Ja. Du hast ja so richtig das breite Grinsen drauf. Ja, das ist richtig. Ich bin hier der König. Wie ist der König bei Herr der Ringe? Der Verrückte. Du meinst, der, wo, Isildurs, Isildur? Ja, Isildur der Verrückte? Aragorn war doch irgendwie Isildurs Erbe, oder nicht? Dann war Isildur doch der Verrückte. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich frage. Marie weiß das doch, oder nicht? Die ist doch voll der Herr der Ringe-Fan. Ist sie nicht, aber sie sagt auch Isildur bestimmt. Theoden meinst du bestimmt. Hm. Genau, ich meine Theoden. Ach so, den. Ich dachte, du meinst den Verrückten, der den Ring nicht ins Feuer werfen wollte. Nee. Aber er war kein König, der war nur Truxes von Gondor. Ey. Also ganz ehrlich, das macht mich sprachlos. Warum? Okay. Das macht mich traurig. Ja. Ich dachte immer, das wäre ein König. Ne, war er aber nicht, weil... Was war er nochmal? Truxes oder so ähnlich. Truxes? Ja, irgendwie sowas. Was ist das denn? Ja, das ist... Wenn der König nicht da ist, übernimmt er die Verwaltung... Des Königreichs. Aber er ist offiziell nicht der König, weil der König ja... So wie bei Game of Thrones, oder was? Keine Ahnung, ich kenne mich bei Game of Thrones nicht aus. Ist das auch so? Hm? Hä? Ich dachte, du hast das gelesen. Nee. Also ich habe 2 Seiten gelesen oder so, und dann habe ich die Bücher wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, Bücher lesen ist der größte Shit, den es gibt. Und dann... Geil, ey. Weißt du, no hate, aber ich kann mir Spannenderes vorstellen. Ja. Da gucke ich lieber einen Film, weißt du? Ein Porno. Ja, zum Beispiel, gucke ich lieber ein Porno als ein Buch zu lesen. 50 Shades.
Den habe ich nicht geguckt. Den hast du gelebt, den Film. Ja, richtig. Ich gelebt. Was passiert da jetzt? Ich schieße mich da hoch. Ja, so wird das nicht. Ich will mal gucken, wie du dich nachher anstellst. Wollte gerade sagen, ey. Ist ja nicht. Das ist Spaß. Wo bin ich? Da. Guck mal, da ist nämlich eine rote Münze. Hätte ich niemals einsammeln können, alle. Weiter nach oben. Weiter nach oben? Ja. Erstmal werde ich hier noch ein paar Goombas töten. Ein armer Goombas. Also, die versuchen hier gerade zwischen den Schützengräben irgendwie durchzukommen. Mhm. Zum Berg, um den König endlich aufzuhalten. Weißt du, dann kommt Marsch und killt einfach alles, was in seinen Weg kommt. Ja, richtig. Wie hoch denn? Noch höher. Ja? Ja, so, nee. Ein bisschen runter. Ja, mach mal so. Du hast die rote Münze. Ja. Wolltest du doch. Ja, ich wollte aber vielleicht noch da oben die Münzen einsammeln. Ach so. Aber hier ist ja auch noch eine Kanone. Wir haben hier noch ein paar Münzen. Hey, ich habe nämlich laut des Vertrages keine roten Münzen sammeln und keine 100 Münzen. Aua. Boah. Glück ich hab da auf die Zunge gebissen. Oh, das ist immer unangenehm. Mhm. Hier ist ja wieder ein Stern, dann nehme ich den mit, ey, ist auch egal jetzt. Ey. Deine Pläne, ey. Ich werf meine Pläne immer wieder über den Haufen bei so einem Spiel. Also ich mach da einfach. Weiß ich nicht, ich mach da jetzt nicht so. Ist jetzt wie so ein Flickenteppich, aber. Der über Generationen weitergegeben wird und immer neuer Flicken draufkommt. Ja, richtig. Der Kampf ist richtig, Kampf sage ich schon, das Race ist richtig leicht. Ich glaube, man kann sich nicht mit der Kanone hochschießen. Dann sagt er, du mogelst. Richtig, aber man kann sich hochteleportieren, dann sagt er nämlich. Das geht, ja. Dann denkt er sich so, okay, da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Oh oh. Wie bitte? Oh oh. Das ist ja das Selbstmordkommando vom König Bomb Ombe, verteidigt den Palast. Also wie diese Amokläufer bei Serious Sam. Ja. Yeah, die hast du schon immer gehört aus 1000 Meter Entfernung. Weißt du, das wäre auch mal ein geiles Spiel, was man zu viert spielen könnte. Ja. Habe ich kurz auch überlegt bei Steam zu und das war im Angebot. Aber da war keiner online von euch, deswegen dachte ich mir. Müssen wir vielleicht uns nochmal merken. Ja. Oder Left 4 Dead. Ja, das hast du doch. Hab ich nicht. Nein? Hab ich dir das nicht gekauft? Nee. Aber es ist immer noch so teuer. Ja, 5 Euro kostet das. Was? Echt? Also, wenn es im Angebot ist, 5 Euro. Ja, muss mal schauen, wenn es irgendwann ist. Ja, dann kaufe ich dir das einfach. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Guthaben drauf, also. Ich wollte eigentlich Heroes holen, deswegen, aber dann war es so kacke. Und da haben wir eine andere Version geholt. Ja. Da haben wir die Complete Edition einfach geholt. Echt mal. So, einen Stern hole ich noch, würde ich sagen. Ja. Ich habe zwar nicht auf die Zeit geachtet, aber. Welchen bieten Sie mir denn jetzt hier noch an? Also, du kannst auf jeden Fall durch die Ringe fliegen. Ja, gut, ne, das mache ich aber mit der Kappe, die gibt es aber noch nicht hier. Dann kannst du. Ich guck gerade, kann ich jetzt schon hier die Kappe holen? Rote Münzen? Nee. Oder geht das erst 10 oder wann war das? Ich glaube, wenn du unter den Boss hier schon erst besiegt hast. Fuck you. Weißt du, ich sammle eben die roten Münzen. Das hast du von Anfang an vorgehabt. Wie bitte? Das hast du von Anfang an. Das war eigentlich meine allererste Aufgabe, richtig, aber ja. Ich habe das dann so schön durcheinander gewurschtelt hier. Ah. Aber kein Thema. Natürlich nicht. Boah. Was, da ist dann gar nichts drin? Auf die Kante ist er gesprungen. Suchst du diese Kiste?
Ja! Geil, oder? Und da kommen Münzen raus. Babe, hier. Die 2D-Münzen. 2D-Münzen. Das verstehe ich nicht. Warum nicht? Was der Mario da gerade macht. Das wird noch oft passieren, ne? Was macht der Mario? Ah! Ey, tanz den Mario! Ein Schritt vor und noch einen! Hey, tanz den Mario! Ich hab mir letztens die Lyrics von den Super Mario Bros. Super Show durchgelesen. Und? Und ich wusste gar nicht, dass die so krass sind, was da so drin steht. Wieso? Da steht dann so, geht die Spüle mal kaputt, dann kommt der Jobber wie sonst keiner. Was kommt dann? Der Jobber! Der Jobber? Der Jobber, ja. Was ist das? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das Ding die da, dann kommt der Jobber wie sonst keiner. Der Jobber. Der Jobber, ey. Ich hab das. Ach egal, ey. Scheiß auf das Leben. Das ist ein Leben. War hier nicht so ein blaues Ding? Ich dachte, hier wäre so ein blaues Münzding. Mach doch mal hier. Ne. Boah, im Hechtsprung gefangen. Boah, hast du ihn gesehen? Ja, sicher. Wie einfach? Damit hat er nicht gezeichnet, der Bonbon. Weißt du, aus einer, der Verteidigungsmaßnahme von seinem König wurde er getötet. Ey. So. So, jetzt aber. Jetzt sammeln wir den ganzen Shit noch eben ein. Wieso hast du nicht die eine rote Münze gerade eingesammelt? War eine? Bei diesem Fahrstuhl-Ding da. Achso, ja. Ich muss ja hier sowieso irgendwie die Münzen zusammenkriegen. Das ist ja nicht ganz so leicht. 35 hast du schon. Ja. Ich habe noch 3 Minuten. Aber ich habe da nachher ja noch eine Folge, deswegen. Passt das dann? Passt da. Komm doch her, du. Er jagt dich doch schon. Kommt so vor, als ich wieder der dümmste Depp wäre. Und ich habe vergessen, Thunderbird auszumachen. Ist doch nicht schlimm. Ja, aber dann kam gerade so ein E-Mail-Programm und jetzt schreiben wieder 10 Leute unten in die Kommentare. Ich hab gedacht, ich krieg eine E-Mail. Ich hab gerade auf mein Handy geguckt. Ja, echt, ich hab gerade auf mein Handy geguckt. Das ist immer dann, aber wenn Skype dann so eine Mitteilung kommt dann. Ja. Wer von euch hat auch eine Mitteilung bekommen? Wer hat gedacht, ich krieg eine Mitteilung bei Skype? Daumen hoch. Daumen hoch. Oh, schnapp ich dir. Struppi. Struppi. Ist hier noch was? Außer nicht Goomba! Nicht Goomba! Komm her, du. Ich mach hier geile Moves. Ja, sauber. Ich meine, man kann da drum herum gehen. Ja, um irgendwas war da doch, oder nicht? Ich glaube, das geht. Was ist das denn? Ja. Was ist das denn? Was ist denn das? Jawollo! Ja, geil. Das sind die kleinen Tricks, ey. Da wissen bestimmt noch nicht alle. Das stimmt. Falls ihr also Münzen braucht hier, wisst ihr, wie ihr das machen müsst. Einfach um den Pfahl herumlaufen, bis die Münzen aus ihm sprießen. Perfekt. Ja, ist schön. Schön, schön, schön. Und jetzt? Jetzt gehe ich nach oben noch. Ey, guck mal, wie viele Münzen ich hab. Ey, 69! 69! Ach ja, die fehlt ja auch noch. Oh man, ey. Wie macht er das nur, ey? Wie macht Mario das nur? Wie kann er so schnell auf der Stelle laufen? Erster Flash. Richtig. Der ist ja schon rot. Ja. My name is Barry Allen. My name is Mario Mario. Stimmt. Boah, da war nix, ey. Da war nix. Aber weiter oben ist noch Münzen. Wie, was denn hier? Da ist auch keine Münze. Nee, ich meinte Marie gerade. Achso, noch. Marie ist da! Oh, gewagt, ey.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wie viele Münzen fehlen dir denn noch? 19. Nein, rote. Eine. Ah, oben oder was? Ja, hier, die. Die da. Ist es die da? Die auf dem Baume schwebt? Oh, jetzt bloß nicht einsammeln, ey. Ja, wie mache ich das jetzt? Ja, du machst jetzt erstmal die 100 Münzen. Aber wie? Ja, wie? Ja, jetzt aktivier das doch nicht. Ach, das wäre ein Leben drin. Du musst einfach nur aufpassen, dass du da nicht reinfliegst. Ja, ich schieß mir jetzt so ganz elegant da irgendwie durch. Ein bisschen seitlich, weißt du? Oder ein bisschen höher. Ich weiß es nicht. Ich glaube so. Aber ich glaube, ja, guck mal, ich bin schon erstmal. Erstmal mache ich kurz einen Schnitt. Ich beende die Folge, meine ich. Ups.